Es ist das erste Mal, dass die Terrorgruppe IS ein Video nur auf Deutsch veröffentlicht hat. In dem knapp 5,5-minütigen Film sind mehrere Dschihadisten aus Deutschland und Österreich zu sehen. Sie rufen dazu auf, in Deutschland und Österreich Ungläubige zu töten. Außerdem wird eine Drohung gegenüber Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgesprochen. Man werde sich an Deutschland rächen, weil die Bundesrepublik Blut von Muslimen in Afghanistan vergossen habe und Waffen an Abtrünnige liefere. Am Ende des Videos erschießen die Fanatiker mit dem Sturmgewehr zwei Geiseln in der syrischen Stadt Palmyra.